Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und natürlich auch im Livestream. Im vorliegenden Antrag sprechen Sie, Frau Kollegin Scharrenbach, von kostenträchtigen Standards und fordern für die Kommunen größere Flexibilität im Bereich der Erfüllung dieser Standards. Kann man sich durchaus anschauen, finde ich. Auch die Idee, Standards zusammen mit der kommunalen Familie auf Betreiben der Kommunen und auf den Prüfstand zu stellen, können wir gut mitleben. Hier gibt es sicherlich ein gewisses Einsparpotenzial. Wie groß das sein wird, wird man dann sehen. Ich bezweifle, dass das ganz so groß ist. Wir müssen aber auch so ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja nicht nur Standards, die vom Land gesetzt sind, sondern auch Standards von Bundes- und EU-Ebene. Da dürfen wir natürlich keine falsche Hoffnung wecken, dass wir da allzu viel erreichen. Ne? Gehört zur Wahrheit so ein bisschen dazu. Gab es eine Wortmeldung? Nein? Danke. Gut. Apropos Geld. Kosten. Es gibt durchaus Standards, die viel Geld kosten, aber auch sehr sinnvoll sind. Da werden wir dann den Kommunen wahrscheinlich keine Erleichterung verschaffen können. Was aber auch wahrscheinlich durchaus richtig ist. Wo ich allerdings ein sehr, sehr großes Einsparpotenzial sehe, ist die Effizienz im IT-Bereich. Da hat die staatliche Ebene noch richtig viel Nachholbedarf. Beispielhaft möchte ich hier auf eine Keynote hinweisen, die kann ich wirklich nur den Interessierten mal antragen, vom April diesen Jahres auf der Tagung Effizienter Staat gehalten wurde. Herr Professor Dr. Markus Nüttgens von der Universität Hamburg hielt den Vortrag mit dem Titel Produktivität 4.0 – IT-basierte Strategien für die Verwaltung im globalen Wettbewerb der Standorte. Dabei gab er zu verstehen, dass man zumindest bezogen auf den IT-Bereich von der Bundes- bis zur Kommunalebene im mehrstelligen Millionenbereich einsparen könnte, wenn man denn gemeinsame Software nutzen würde in der Verwaltung, auch gemeinsame freie Software, die es durchaus gibt. Und das könnte man sich in so einem Dialogverfahren auch durchaus mal zusammen anschauen. Das Einsparpotenzial sehen wir übrigens auch hier auf der Landesebene. Da liegt noch ein ganzes Stück an Arbeit vor uns, das könnte man durchaus auch mal angehen. Ich darf Herrn Nüttgens hier einmal zitieren: Wenn Staat und Kommunen den nächsten Schritt in die Zukunft gehen, können sie dies nur digital, effizient und gemeinsam. Optimierung vorhandener Verfahren und Prozesse als Ganzes zu begreifen und zu steuern ist notwendig. Neues gilt es ebenso ganzheitlich für alle Verwaltungsebenen gemeinsam zu initialisieren. Digitale Schnittstellen stehen im Vordergrund dieses Prozesses. Der Bürger muss Bestandteil der digitalen Modernisierung sein. Seine Bedürfnisse wie Kompetenzen müssen Planungsgrundlage und Maxime sein. Das ist ein Potenzial, das gehoben werden muss. Wenn wir das in dem Dialogverfahren auch unterbringen, haben Sie uns jetzt schon auf Ihrer Seite im Prinzip. Wenn wir also über Standards und Einsparpotenziale uns unterhalten, lassen Sie uns dementsprechend die Digitalisierung nicht außen vor lassen. Nordrhein-Westfalen bietet dafür auch einen enorm großen Markt und damit auch eine sehr gute Basis, um schnelle und nachhaltige Erfolge zu produzieren. Die Lage in den nordrhein-westfälischen Kommunen zeigt, welche große Aufgaben weiterhin auf unsere Kommunalpolitiker auch zukommen. Wenn wir dort helfen können, dann müssen wir das tun. Und dementsprechend stimmen wir selbstverständlich der Ausschussüberweisung zu und freuen uns auf die Gespräche im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer.